wenn du so ein Fan bist, ne? Also man könnte sicherlich mal ein Fantreffen machen. Kriegst du deine Ellbogen so? Nein, so am Körper so. Okay, ich erzähle jetzt die unangenehmste Sache, die mir je in meinem Leben passiert ist. Du bist adoptiert, du bist ruhig. Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ich bin gerade aufgestanden und habe vergessen, das Intro zu machen. Deswegen dieses super coole Intro heute. Auf jeden Fall war ich heute wie jeden Samstag auf Omme TV unterwegs. Ist auf jeden Fall wieder eine sehr lustige Folge geworden. Also schaut es auf jeden Fall bis zum Ende an. By the way, Leute, wir kommen immer näher den 200.000 Abonnenten. Es würde mich also, wenn ihr neu seid, riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Wir wollten die nächsten Steps erreichen und da sind die 200.000 auf jeden Fall der nächste Step. Ja, und ansonsten will ich nicht wieder groß um den heißen Brei drum rumlabern. Viel Spaß mit dem Video. Pass auf, rein da in die USA. Hello! Ja! Hey! Why are the girls in the USA so stupid? Was fragst du mich das? Hä? Ich meine, hallo! What's up? Warum kannst du Deutsch? What? Warte, quatsch dich nicht dumm zu, du Hund. What? Ja, hör auf! Warum redest du Deutsch? Warum nicht? Kommst du aus den USA oder hast du so ein Ding drin? So ein, oder wo bist du gerade? Was machst du? Hingezogen. Krass. Zeig mal deine Wetter-App. Schneller? Ganz schnell die Wetter-App zeigen. Ganz, ganz schnell. Ja, ich suche sie. Wetter. Ich glaube, ich habe Wetter gelöscht. Ja, okay, merkst du selber. Mein Internet ist gerade schlecht. Warte. Ja, scheiß USA. War mir schon immer unsympathisch. Habt ihr Haare auf den Brüsten oder zwischen den Brüsten? Also, nee, tatsächlich nicht. Nee? Nee. Zeig mal. Kommt drauf an, ne? So, ich weiß nicht. Wenn dann so. Nein, eigentlich nicht. Ja! Hat das nicht jeder normale Mensch? Keine Ahnung, die vor euch nicht schon. Wie, und die davor schon, aber die davor nicht? Also, ihr habt euch schon mal auf der Brust rasiert. Rasiert? Ja, keine Ahnung. Nein. Ja, mit der Schere oder was, hä? Ja. Nö, also nicht wirklich. Krass. Und Arschhaare? Ich glaube, jeder hat Arschhaare. Oh, das war eine schlechte. Das ist jetzt schon wieder eine komische Antwort. Guck mal, folgende Sache machen wir jetzt, okay? Ja. Ich habe hier einen Zettel, ja? Ja. Ich schreibe jetzt hier ein Wort drauf, okay? Und ich versuche dann über Telepathie dir dieses Wort rüber zu senden, okay? Und wenn ich das schaffe, dass du das richtige Wort sagst, was hier drauf steht, bekomme ich dein Instagram. Okay. War das lang? Ja, lang ist vieles bei mir. Okay, guck mir in die Augen. Spürst du, da kommt was, ne? Nein. Guck mir länger. Weißt du, welches Wort hier drauf steht? Nein. Richtig! Mein Gott, das ist so schlecht. Ey, ich schwöre, ich wusste, dass wir beide hier sind. Ey, es ist ein Zeichen einfach. Jetzt musst du mir aber leider dein Instagram geben, weil. Thailand? Cool. Hello! Hello! Hi. Are you YouTuber? I'm porno star. You star? Porno. Porn? Yes. Cool, oder? TikToker. No. Saki Saki. Saki Saki. You know what Saki Saki is? You know what Saki Saki is? Saki Saki is like playing soccer or so. Playing games. Saki Saki. Gamer? Are you a gamer? Yes. But you want to do Saki Saki? Oh, okay. Yes? Nein. Was ist das Peinlichste, wo eure Eltern euch dabei erwischt haben? Keine Ahnung, eigentlich noch nicht wirklich was. Ah, ja, und bei dir? Keine Ahnung, mir ist nichts unangenehm eigentlich. Okay, ich erzähle jetzt die unangenehmste Sache, die mir je in meinem Leben passiert ist. Aber die ist wirklich sehr unangenehm. Und zwar, mein Bruder, ich danke dir übrigens für diesen unangenehmen Moment in meinem Leben. Du bist ein dummer Pisser. Familie war zu Besuch. Freundin von meinem anderen Bruder da. Also so auch ein paar Leute, die man jetzt nicht so, wo jetzt nicht, auch wenn mal was Schlimmes passiert, wo das jetzt nicht so. Also es waren Leute da, die zwar zur Familie gehören, aber nicht so, wo es schon ein bisschen sehr unangenehm ist. Auch allgemein, das Ding ist unangenehm. Mein Bruder und ich. Man hat ab und zu mal so ein bisschen so Differenzen oder so, ärgert sich ein bisschen. Er hat schon die ganze Zeit versucht,
mir aus Spaß meine Hose runterzuziehen. Hat's immer ein bisschen so leicht geschafft, so, ne? Und dann standen wir vor der Familie. Ich hab's da währenddessen auch ein, zwei Mal probiert, um ihnen was zurückzugeben. Wir stehen draußen im Garten. Alle vor uns gucken mich an. Mein Bruder kommt von hinten, zieht mir die Hose runter. Mit Unterhose, vor meiner gesamten Familie. Und ich stand komplett nackt vor allen da. Und hab so schnell die Hose wieder hochgezogen. Ihr müsst euch vorstellen, die haben alle mein Glied gesehen. Stellt euch mal vor, das macht jemand bei euch? Ja, das ist peinlich. Oder so euer Oberteil so wegziehen. Da wäre ich zwar gerne in eurer Familie, so ist es nicht, aber das wäre voll unangenehm, oder? Ja. Alter, weißt du, was ich mich mal gefragt habe? Kriegst du deine Ellbogen so... Nein, so am Körper so. Hä? Ich guck deine Videos schon voll lange. Echt? Wie lange? Schon lange. Bist du ein Fan sozusagen? Natürlich! Sagst du, du guckst, du träumst auch immer so von mir und so. Ja. Ey, aber das Ding ist, wenn du so ein Fan bist, ne? Mhm. Also man könnte sicherlich mal ein Fan-Treffen machen. Genau, da wäre ich sofort dabei. Ja, aber ich würde sagen, wir tun die Anzahl an Personen, die kommen dürfen, so auf 1 regulieren. Ich glaube, das könnte cool sein, so ein Fan-Treffen. Wenn du noch eine gut aussehende Freundin hast, kann ich vielleicht überlegen, ob man das Fan-Treffen für so 2 Personen macht, so weißt du. Hab ich. Wann, ne? Linus, wann? Wann machen wir das? Wann immer ihr Zeit habt. Das ist jetzt eine ernsthafte Frage. Hast du eine beste Freundin? Ja. Zeigt man sich da so mal die Körbchengrößen? Man hat schon mal das andere gesehen, ja. Aber inwiefern, in welcher Situation kommt sowas? Hä, wenn wir schlafen beieinander, also nicht miteinander, sondern beieinander, dann sieht man sich doch um. Also sozusagen, ist das dir, ziehst du dich halt einfach um. Und angenommen, ist gut. Ja, nee, ich dachte so, weiß nicht, vielleicht zeigt man sich, ist man einfach so, man geht zusammen duschen oder sowas. Nein. Schade eigentlich.